So, Andi Hertel, wir sitzen heute hier 22. Mai in Blaubeuren. Du hast gestern am Workshop teilgenommen. Wer kümmert sich um die Probleme der offenen Gesellschaft? Erzähl mal, wie es dir gefallen hat. Ja, also gefallen hat es mir hervorragend. War ein kleiner Kreis und der Workshop hat ja schon ein Thema gehabt, eine Frage zum Thema. Eben, wer kümmert sich um die Probleme der offenen Gesellschaft? Das gab da einen kurzen Impuls vom Wolfgang und daraufhin hat sich dann eine lebendige, freie Diskussion entwickelt, wo jeder sich dann einbringen konnte und man hat auch schnell gemerkt, Fragen stellen ist in Ordnung, aber einfache Antworten auf die Schnelle, die gibt es nicht. Fragen stellen ist in Ordnung. Wir hatten eben schon mal so ein Gespräch irgendwie, wo wir überlegt haben, was wir hier transportieren können, ja auch in dem Sinne, wir wollen natürlich auch ein bisschen Werbung machen, dadurch, dass wir berichten hier in der Öffentlichkeit von unseren Aktivitäten. Du hast gesagt, wie hast du es ausgedrückt, ohne Schere im Kopf kann man diskutieren? Genau. Ich bin ja selber schon in einigen Parteien gewesen und ich habe noch nie so frei diskutieren können wie jetzt hier in einem Verein, in diesem Format, in diesem Workshop. Keine Parteischere im Kopf, man konnte wirklich frei seine Gedanken äußern, auch teilweise kontrovers, ist aber alles wirklich hervorragend gelaufen. Man konnte kontrovers diskutieren, ohne sich gegenseitig anzufeinden. Im Gegenteil, man hat sich damit gegenseitig dann auch vielleicht noch den einen oder anderen Horizont erweitert und erkannt, wie viel Substanz auch in dem ganzen Thema drin steckt. Also das fand ich durchaus sehr, sehr angenehm. Ja. Ja, jetzt musst du aber gleich aufklären. Wenn du sagst, wie in keiner Partei, dann denken alle gleich, wir sind eine Partei. Ja, das soll es ja nicht sein, aber das ist ja das Gute. In der Partei diskutieren Parteien, haben wir immer den Anspruch oder auch den Auftrag, an der Meinungs- und Willensbildung mitzuwirken. Aber ich denke, wenn man mal ehrlich ist, in vielen Parteien geht es meistens eher um vorgefertigte Meinungen, vorgefertigte Beschlüsse. Und wenn man selber mal in einer Partei war, merkt man, dass man da eigentlich relativ schnell an Grenzen stößt. Und das Gute an einem überparteilichen Verein, wie jetzt die Liberale Zukunft ist, dass man da einfach gemeinsam diskutieren kann, wirklich frei, ohne Schere im Kopf, ohne dass da Parteiräson dahinter steckt, ohne dass da, keine Ahnung wer, irgendwie möchte zensieren oder sonst irgendwas. Man kann da wirklich in dem Verein frei debattieren, diskutieren und das macht Spaß. Das, ja, fand ich einen guten Mehrwert. Jetzt hast du die Kurve gekriegt, also Liberale Zukunft ist keine Partei, will keine Partei werden, genau. Ja, und ist auch vollkommen parteiunabhängig. So, ne? Also nicht die Vorfeldorganisation irgendeiner Partei. Unsere Überlegung ist ja, dass wir mit diesem Workshop, den wir jetzt das zweite Mal gestern hier gemacht haben in Ehingen, im Februar schon mal in Kassel, auf Tour gehen bundesweit. Du hast es jetzt gestern das erste Mal miterlebt, du konntest leider nicht nach Kassel kommen. Mhm. Kannst du dir vorstellen, dass dieses Format so ausbaufähig ist? Ja, auf jeden Fall. Ich will auch sagen, dass das Format sehr interaktiv angelegt ist. Also sprich, es gibt sicherlich ein Thema, es gibt sicherlich ein Eingangsreferat, ein Eingangsstatement, ein Impulsreferat. Und spätestens dann entzündet sich eine lebhafte, interaktive Debatte, wo sich jeder frei einbringen kann mit seinen Gedanken, was ihn bewegt, was er zu dem Thema sagen möchte. Vielleicht wird auch das Thema immer wieder mal auch erweitert. Also ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Man kann sich da wirklich frei bewegen, ohne Hintergedanken, ohne Angst haben zu müssen. Sage ich jetzt was Falsches oder sonst irgendwas? Ja, ich finde es empfehlenswert, dieses Format. Und wenn man das jetzt künftig auch weiterhin in anderen Städten, auch in Bielefeld vielleicht, wenn es Bielefeld gibt, anbietet. Ich denke, jeder, der da teilnimmt, wird erkennen, dass das Spaß macht und dass es durchaus auch was bringt. Ja. Ja, dann danke ich dir erstmal, dass du bereit warst, jetzt mal zu berichten, auch so ein bisschen die Stimmung rüberzubringen, dass es halt eine offene Stimmung war. Mhm. Dann hatten wir gestern ja auch spontane Ideen, was wir mal machen wollten. Wir haben gestern aus der Notentugend gemacht, haben uns selbst versorgt gekocht. Ich habe das Foto gepostet, sind wir gleich auf die Idee gekommen, wir könnten ja mal Frauen einladen, um sie zu bekochen, weil das Interesse von Frauen an der Freiheit, das interessiert uns auch brennend. Mhm. Die wollen uns bisher noch nicht so richtig sagen, was sie bewegt zum Thema Freiheit, aber das kriegen wir aus denen auch noch raus. Vielleicht müssen wir die mal ein bisschen bekochen. Ja, klar. Ja. Also Talent haben wir wirklich, was das Kochen betrifft, das kann ich bestätigen. Wir haben es alle sehr gut vertragen, das Essen, es hat wunderbar geschmeckt und was ja jetzt mal abgesehen vom Politischen an dieser Veranstaltung gestern auch noch wirklich positiv hervorzuheben war, ist einfach die Gemeinschaft, die sich daraus bildet. Einfach da dieses freundliche Miteinander, selbst wenn die eine oder andere Debatte kontrovers ist,
man geht fair und locker und offen miteinander um. Man lernt sich auch mal ein bisschen anders kennen, wie jetzt nur vielleicht über Facebook oder über einen virtuellen Raum. Selbst das ist ja auch schon eine Sache. Und wenn dann künftig vielleicht auch die eine oder andere Frau da mitmacht, umso besser. Also das ist völlig unbenommen natürlich, ne? Ja. Gut, dann danke ich dir nicht nur für Statements, sondern auch für dein Mitmachen und für deine Beiträge, die du gebracht hast und für die gute Stimmung, die du rund gemacht hast. Und die Frauen haben wir jetzt vorgewarnt, ne? Also es gibt demnächst ein freiheitliches Frauenverwöhn-Workshop, einen freiheitlichen Frauenverwöhn-Workshop. Richtet euch drauf ein, liebe Frauen, ja? Wartet schon mal gespannt, die Einladung kommt bald. Okay. So, alles klar. Also dann. Tschüsschen. Tschüsschen.